just make me crack. Hallo Leute, willkommen zurück. Ich bin's wieder, Jan, und ja, es gibt wieder Naughty Minions Thunder im Online-Modus und ja, gucken wir mal, Minato, ja gut, warum nicht? Hatten wir zwar vor kurzem erst, aber ich denke mal, es wird nicht allzu schlimm sein und ja, als Support Kakashi und Ino. Und was gut ist, ich kann jetzt auch wieder am PC aufnehmen. Ich hatte zwar vorhin PS3 gespielt, konnte dann auch aufnehmen, aber irgendwie hatte ich da keine Lust und zwischendurch war da auch immer Regen und so, deswegen war es dann nicht so gut. Und hatte dann letztendlich doch keine Lust mehr, aber jetzt dachte ich mir, komm, probier es nochmal am PC und wenn es dann geht, nehme ich nochmal auf und ja. Das Doofe ist zwar, naja, die Connection am PC ist, wie die Leute zumindest, die am PC spielen, das wissen, ziemlich scheiße. Also ich hatte das glaube ich sogar auch schon mal erwähnt, aber ja, das wird schon irgendwie hinhauen. So, zack. Nein, ey, leck mich, Sasuke. Finde ich jetzt aber nicht nett. So. Gut, ich wollte gleich irgendwie noch was sagen, aber ich habe es schon wieder vergessen, falls ich irgendwas sagen wollte. So, zack. So, jetzt hin. Komm her. Der muss ein bisschen mehr abzuwehren. Der tauscht einfach ziemlich. Was heißt einfach? Er tauscht halt ziemlich viel. So, zack, 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 zack. Und bam. Schön. Erstmal ein bisschen in die Fresse, ein paar Kombos. Zack. Ja, nice. Das hat doch gut funktioniert. So, raus da. Zium. Nein, am Arsch hat das nicht geklappt. So. Oh Mann, hör auf da. So, jetzt. Zack. Ja, nein, nicht. So, Mann, komm jetzt. Und was dann PC irgendwie auch doof ist, da sind halt irgendwie weniger Spieler. Und naja, zumindest dauert es immer länger, einen zu finden. Habe ich zumindest das Gefühl. Vielleicht liegt es auch dran, dass es jetzt schon, warte, 20 vor 10. Ups, sorry. Das ist schon 20 vor 10 ist, keine Ahnung, aber ist auch egal. Ich laber halt wieder scheiße. Ich laber gerne scheiße, wisst ihr. Ich hoffe einfach, er macht normal. Gut, es ist jetzt nicht der beste Gegner und vielleicht dann auch nicht unbedingt so spannend, jetzt anzusehen, aber ich hoffe dann erstmal, dass er jetzt noch macht und dass es auch noch geht, weil ich ja kommentiere und so, dass das dann ein bisschen spannender oder interessanter, eher gesagt, macht spannender ja nicht, aber interessanter. Weil, ja, ich habe gerade schon sehr lange gesucht und eigentlich nie einen gefunden. Außer einmal einen, nur der hat erstens durchgehend gespammt. Aber ich habe trotzdem noch gewonnen, ja, das muss ich jetzt einfach dazu sagen. ja, erstens hat er gespammt und zweitens war seine Verbindung einfach mal mehr als nur behindert. Weil, weiß nicht, das war so, man hatte so ungefähr gefühlt eine halbe Sekunde Zeit, um irgendeine Aktion zu machen. Und ja, da musste ich immer schnell, zum Beispiel, wenn ich Chakra-Sprint jetzt machen wollte, dann musste ich erstmal Chakra aktivieren, also Dreieck drücken. Und dann musste ich warten, bis einmal da Verbinden steht. Und dann konnte ich erst hinsprinten und keine Ahnung, das ist scheiße. Ich weiß nicht, ich glaube, so schlimme Verbindungen oder so komisch vor allem, gibt es das auf der Konsole nicht, aber die jetzt auf PC spielen, vielleicht, falls ich überhaupt jetzt irgendwelche Zuschauer, ihr habt die auf PC spielen, aber vielleicht wisst ihr ja zumindest, was ich meine, weil das ist echt ziemlich nervig. So, Sai, greif mal an. Gut, danke. Und jetzt du auch noch. Kurishi oder so, irgendwie so ähnlich. Ich weiß gerade den ganzen, ich bin nicht ganz sicher gerade mit dem Namen. So. Okay, es tut mir leid, falls das Spiel jetzt ein bisschen langweiliger wird, nur ja, wie gesagt, es dauert gerade schon ziemlich lange, hier irgendwie Gegner zu suchen und naja, wenn ich dann mal einen habe, dann möchte ich das jetzt auch ausnutzen. Vielleicht mache ich dafür dann jetzt auch 4 Kämpfe mal gucken und auch wenn ich jetzt dann halt neuen Gegner suchen muss, falls er jetzt halt nicht mehr machen möchte. Und ja, außerdem muss ich halt auch, das heißt muss ich, aber ich werde heute auch nochmal einen zweiten Part aufnehmen. Damit ich halt auf jeden Fall Sonntag noch Material habe, nicht dass er hier irgendwie meinen Controller spinnt oder ich keinen Bock oder so habe. Weil jetzt habe ich gerade schon eigentlich Bock aufzunehmen. Und ja, wenn ich dann jetzt die ganze Zeit nur Gegner suche, wird es dann auch irgendwann langweilig. Ne? Hat man dann doch irgendwie dann keinen Bock mehr, wirklich. Dann wird das nah wahrscheinlich letztendlich doch nur ein Part werden, weil ich keinen Bock habe, ganz einen Gegner zu suchen und der ist doch rausgegangen. Na egal, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, ja. Da bin ich wieder und ich bin hier jetzt, wie ihr es vielleicht erkennen könnt, in einem freien Kampf. Und zwar, ich habe jetzt schon wieder 5 bis 10 Minuten gewartet, keinen einzigen Gegner gefunden und da dachte ich mir, gut, es ist zwar jetzt nicht so schön, aber da mache ich einfach freie Kämpfe.
Gegen Computer natürlich. Und ja, hier, ich zeige euch, ist zumindest auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad, damit zumindest etwas schwerer. Also ich glaube, trotzdem ist es relativ einfach noch. Handicap lasse ich einfach auch mal aus, weil ich weiß nicht, wie viel Auswirkungen das hat und alles. Wobei, ich könnte... So ist es normal, ne? Komm, wir machen das einfach mal 2 zum... Nee, warte, dann müsste ich Handicap machen. Naja, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube so, weil so müsste er ja dann stärker sein, ne? Wisst ihr was? Ich lasse es mit dem Handicap erstmal und... Ja, ich mache jetzt einfach Zufall und dann wird das schon irgendwie... Es tut mir jetzt leid, es ist zwar ein bisschen doof, weil ich meine, ich denke mal, das ist noch teilweise zumindest... Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie schwer das war. Ich werde schon auch... Mann, ich kann gar nicht reden. Noch langweiliger als normale Kämpfe, aber... Also ich weiß es auch nicht. Vielleicht wäre ich jetzt auch nochmal überrascht, weil ich habe das auch schon länger nicht mehr gemacht. Ich glaube, durch mal zwischendurch mal ein oder zwei freie Kämpfe aus Langeweile gemacht. Und, ja, wobei, das scheint sogar noch zu gehen. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, ich werde, eigentlich wollte ich heute auch noch einen zweiten Part aufnehmen, damit ich zumindest auf jeden Fall was für Sonntag noch habe, aber, naja, wenn ich keinen Gegner finde, dann macht es keinen Sinn. Und ich hatte überlegt, okay, vielleicht mache ich einfach mal hier Überlebenskampf und, ja, dann mache ich halt dafür in den nächsten Part dann einfach den Überlebenskampf, den ich in diesem Part dann angefangen habe, noch weiter. Damit die Gegner, die werden ja dann immer schwerer und ja, dass ich dann halt, ich kann mich gar nicht konzentrieren, dass ich dann halt im nächsten Part dann einfach schwieriger Gegner noch habe im Überleben muss, aber ich weiß nicht, ich mache es lieber jetzt so, wie ich es jetzt mache, einfach, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, besser so. Ich meine, dann werde ich, muss ich, ich hoffe dann, dass ich jetzt, dass das halt alles klappen wird dann. Keine Ahnung, muss dann mal gucken, weil ich das nächste Mal aufnehme, halt, zumindest in der nächsten Aufnahme, oder wenn ich halt aufnehmen möchte, dass alles funktioniert, dass ich auch auf jeden Fall Sonntag was bringen kann. Ja, muss man halt gucken, ich hoffe es einfach, dass es halt alles so klappen wird und, ja, tut mir jetzt leid, dass es ein freier Kampf ist, aber ich meine, ist besser als nichts, denke ich, besser als wenn ich dann den Part dann nur 4 Minuten lang mache und ja, irgendwie ist es doch schwerer als zumindest den ersten Gegner, den ich jetzt in diesem Part hatte. Ja, ich hoffe einfach, wie gesagt, es wird okay sein. Und ich hoffe dann auch noch, dass ich was aufnehmen kann. Aber zur Not, wenn da irgendwas wie nicht klappt oder keinen Gegner finde oder einfach nur Scheißgegner oder so, werde ich es zur Not dann einfach im nächsten Part dann auch machen, dass ich entweder freien Kampf mache oder Überlebenskampf. Oder ich probiere es halt auf der PS3, je nachdem, wie ich dann da Lust so habe und alles. Keine Ahnung, muss man einfach gucken. Wie gesagt, ich hoffe, es ist okay. Und ich hoffe, dass ich den nächsten Part ganz normal aufnehmen kann. Also, ja. Ihr wisst, was ich mir ganz normal meine. Also online, keine Probleme oder sonstiges, ja. Ja, ich denke mal, wenn ich jetzt hier 2 Parts oder 1,5 Parts mache, wo ich nur gegen Bots kämpfe, ist es dann auch ein bisschen sehr langweilig. Gut, ist besser, als wenn ich hier nur so Gegner habe, wie ich jetzt, wie gesagt, hier am Anfang habe. Aber das ist ja eigentlich eher selten der Fall und deswegen... Ich hoffe einfach, das wird so alles gut sein. Ja. Und vielleicht, ich werde jetzt vielleicht sogar gleich mal ein bisschen Überlebenskampf spielen. Also weiß ich noch nicht, je nachdem, wie ich gleich Lust habe, weil irgendwie habe ich da gerade schon ein bisschen Lust drauf. Online finde ich ja eh gerade keine Gegner und irgendwie habe ich gerade ein bisschen Bock auf Naruto und deswegen muss ich mal gucken. Aber vielleicht werde ich, glaube ich, nochmal Überlebenskampf spielen und wenn ich da merke, okay, jetzt werden die Gegner langsam etwas stärker, werde ich vielleicht dann doch nochmal aufnehmen, also Aufnahme starten und das einfach machen, nur damit ich dann zur Sicherheit ein Part habe, dass ich halt, wenn ich nicht aufnehmen kann, dass ich dann doch noch zumindest ein Video habe, auch wenn es dann eher langweiliger vielleicht wird. Keine Ahnung, je nachdem, wie gesagt, ich werde das dann erst machen, wenn ich merke, okay, jetzt werden die Gegner echt schon ziemlich stark und die Bots sind eigentlich sogar echt gar nicht mal so schlecht, muss ich gerade sagen. Ich hätte mir hey, jetzt spamme ich gegen Bots, the fuck. Ich hatte so Schwäche in Erinnerung, aber gut. Ist ja gut, dann haben wir zumindest... Oh, jetzt verkacke ich auch noch. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Alter, er übertreibt sie gerade. Ja. Ich will jetzt nicht gegen Bot verlieren, ne? Das sehe ich gerade mal nicht ein. Das wäre irgendwie ein bisschen scheiße. Ja. Vor allem so. Ich meine, Überlebenskampf, ich weiß ja nicht. Ich denke mal, das geht wirklich bis ins Unendliche. Die mit der Stärke und alles und deswegen, aber... Gegen diese Bots müsste ich das eigentlich hinkriegen, ja, das ist jetzt... Nein! Oh, fuck! Wenn ich so weitermache, verkacke ich das echt noch. Shit. Das ist gerade nicht ganz so schön. Zack! Oh, Mann. So, nein. Nein.
Nein. Gut. Da hätte das fast getroffen. Dann wäre es vorbei gewesen. So, jetzt. Komm. Nein. Nein, ich sehe nichts. Ah, scheiße. Das wird knapp. Habe ich gewonnen? Nein, ich habe noch echt verloren. Fuck. Ich habe auch am Ende gar nichts mehr gesehen. Scheiße, okay, das ist jetzt irgendwie bitter, dass ich gerade im Botkampf verloren habe. Oder gegen Computer. Aber ist mir egal, ich lasse es trotzdem hoch. Dann seht ihr halt, wie schlecht ich eigentlich bin. Nein, wenn ich mich ein bisschen konzentriert habe, denke ich, hätte ich es geschafft. Ich habe das ja schon mal gesagt, wenn ich aufnehme, dann kann ich mich nicht so gut konzentrieren. Ich möchte mich jetzt auch nicht rausreden, aber ich habe selbst sogar schon gehört. Und ich möchte mich auch nicht hier selbst loben oder so. Ich habe selbst schon von anderen Leuten gehört, dass ich eigentlich nicht so schlecht bin. Oder zumindest, auch wenn ich offline gegen die gespielt habe, dass die mir dann schreiben, du bist besser als in Aufnahmen oder so. Und deswegen, ich denke mal, falls irgendjemand von euch jetzt auch noch hier, von meinen Zuschauern auch noch Videos macht, werdet ihr es wahrscheinlich auch wissen, dass wenn man aufnimmt, dass man sich dann einfach weniger konzentriert. Und dass Konzentration echt eine große Rolle noch dabei spielt, weil je besser man sich konzentriert, desto besser ist man einfach. Das ist einfach so. Aber ist jetzt auch egal. Ich hab gegen Computer verloren, ist mir egal. Ich zeig's euch. Ihr seht, wie schlecht ich bin. Nein, ihr wisst es. Nein, ich bin ja nicht so schlecht. Ich bin zwar auch kein Pro, aber ich denke mal, ich bin eigentlich relativ gut schon. Aber ist jetzt auch egal. Ich hoffe natürlich, wie immer, der Part hat euch trotz Bot und noch schlechter als Bot-Online-Spieler gefallen. Lasst eine Bewertung da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und ich sag's wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal.